Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Ich habe offline ein wenig umgebaut hinten, so wie ich gesagt habe. Aber wir müssen vorher noch was anderes mitnehmen. Hier habe ich schon Goldpipes gehabt. Zwar brauchen wir noch andere Items. Ich weiß nur nicht, wo ich die hingetan habe. Hier Ghost Block, die brauche ich. Und ich brauche. Also, hier müssen wir ausschalten. Mod. Ich brauche ohne One-Way-Glas oder wie das heißt. Gute Frage, wie das heißt. Glaube One-Way-Glas oder so irgendwie heißt das. Ich habe da was getestet. Das ja. Das geht. Rechts dieses und links alles Glas. Klar. So, nur noch schauen, ob wir das noch haben. Ja, haben wir. Und Glas. Dann ein bisschen in meiner Testwelt rumgespielt und habe eben hier alles umgebaut. Dann machen wir mal so 18. Ja. Oh, den nehmen wir mit. Den brauchen wir. Sonst haben wir alles. Ja. Nacht wird auch, dann gehen wir schlafen oder wird wieder Tag, keine Ahnung. Da komm schon. Also ich habe jetzt meinen ganzen Plan wieder durch den Haufen geschmissen und hab's alles umgebaut da drüben. In unserem Lager. Da wird es jetzt wirklich ein Lager werden und nicht nur eine Verarbeitungsstätte. Ihr seht, ich habe hier mal die ganzen Redbauer-Sachen weggeschmissen. Das muss ich jetzt auch nochmal wegbauen, wenn ich Zeit habe. Hier habe ich ein kleines Häuschen gemacht und hier kommt eben dieses One-Way-Glas rein. Ah, okay, das muss man von innen platzieren, schätze ich mal. Ja. Okay, das war so nicht geplant. Zack, zack. So. Platzieren wir es von innen, damit man es nach außen sieht, aber von außen nicht nach innen. So, jetzt sieht man schön von innen nach außen. Ah, von außen sieht es aus, als ja, wäre es fast eine Mauer. Aber nur fast. Der hier will nicht. Jetzt vielleicht. Nee, dann mag er einfach nicht, ne? Ja, also von der Seite klappt er, von der anderen Seite klappt er nicht. Will er mich jetzt verarschen oder wie? Okay. Er will mich verarschen. Sind halt alles so Sachen, die immer zeitintensiv sind, ne? So, jetzt ist er aber, und wenn ich jetzt den hier platziere, von innen passt er und außen passt er auch, jetzt passt. Und hier kommt einfach zwei Ghost-Blöcke rein. So, das sieht er so aus wie ein Link, und wir können hier reingehen und haben hier unsere Anlage. So, hier noch ein paar Fackeln, damit ja alles dunkel ist. Ja, wie habe ich da alles umgebaut? Ziemlich viel. Hier müssen wir ein paar Sachen haben, ja. Wir bauen Kabeln. Das brauchen wir nicht mehr. Die drei, da habe ich noch eine weitere gecraftet. Müsste sogar noch im Lager noch welche sein. Zwar habe ich hier ein bisschen vorbereitet. Hier werden wir einen kleinen. Okay, das war Fail. Wir müssen hier. Oder wir werden hier. Kurz mal gucken. Ja, das geht hier aus. So, mal aufbuddeln und hier alles schön Stein reinmachen da. So. Kommt unsere Energie für Strom, weil die werden wir ja auch brauchen. Wir brauchen ja auch Strom, ist ja nicht so. Dann hier 1, 2, 3 mal. Die drei alle schön verknüpfen. Hier runter, hier hin. Und hier habe ich so einen Schacht gebaut, sozusagen. Komm. Jetzt nehmen wir mal Jetpack. Das ist ein bisschen sanfter. Da gibt es einen Schacht runter. Klicke ich so schnell? Ja, klicke ich so schnell. Wohl mal eine Stromleitung ganz nach unten legen. Wir sehen, hier habe ich einen Raum gebaut. Ein Stück hier haben wir auch einen Raum, den wir eh schon gebaut haben. Den habe ich nochmal ausgehöhlt ganz. Na, ich hasse. So. Wir haben auch noch den Raum, wo wir frühe Maschine hatten und so habe ich ausgehöhlt. Und da habe ich alles Diamant-Chest gemacht.
Also jede Menge Chests, das wird unser Lager sozusagen, unser Zwischenlager. Ohne Pleite in der Logistik. Da habe ich jetzt jede Menge Diamanten verprasst, auch für die Glasfaserkabeln, aber vorerst hatten wir es noch. Jetzt haben wir es, ich glaube, nicht mehr. Bauen wir noch ein paar Pneumatik-Tubes, die kommt auch nach unten gelegt. Die Leitung. Okay. So. Bis ganz nach unten hier hin. Und Strom müsste auch hier hin. Nur wohin genau weiß ich noch nicht. Der kommt dann da unten irgendwo hin. Das ergibt sich dann. So. Dann brauchen wir das hoffentlich nicht mehr. Wir bauen unten eine große Kiste. Eine große. Da kommt alles rein. Das heißt, fast einen Diamant-Chest brauchen wir unten. Als Zwischenpuffer. Na komm. Eine Diamant-Chest ist fast schon wieder zu groß. Eine MFE haben wir auch, der LV. Die Gates habe ich. Was wollte ich denn jetzt? Dann nehmen wir einfach einen Eisenkisten. Und ich wollte zweimal Woodenpipe, zweimal Electric Small Maschinen und vielleicht Stone Pipes mal. Diamantpipes, Goldpipes, vorerst mal. Zwar kommt hier die Kiste hin. Zack. Dann kommt hier und hier weg. Müssen wir eh noch eins tiefer, weil wir brauchen ja Strom auch hier. Das heißt, so. Kommt hier die Electric Engine drauf. Da wirst du. So, genau. Hier könnten wir eigentlich wieder Stein reinmachen. Hier kommt eine Wundpipe drauf und hier eine Wundpipe. Jetzt müsste das Ganze mit einer Eisenpipe, die ich nicht mit habe. Carbonpipe haben wir da so. Sandstone, ne, die brauchen wir nicht. Ja doch, Sandstone werden wir auch eine brauchen. Wir brauchen Eisenpipe. Habe ich da kein Eisenpipe? Ich hatte doch Eisenpipe. Oder haben wir die oben? Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine. Klauen wir uns einfach die. Wir brauchen eh nur eine. Dann geht es wieder zwei Stockwerke tiefer. Also das wird. Ja, der halbe Berg gehört uns schon. So, kommt das so hin? Okay, das klappt nicht. Ja doch, wir könnten das so machen. Genau, so und da nach unten gehen. Aber dann müssen wir jetzt fast zwei nach unten, dann müsste der Strom auch noch eins nach unten gelegt werden. So. Dann hier die Sandstone hin. Genau. Ja, das heißt, von den zwei geht's hier rein. Und das muss dann hier wieder rauf. Das heißt, da sind wir hier so. Und hier kommt dann gleich mal eine Golden Pipe, damit das etwas schneller geht. So, um die Kurve herum. Haben wir es bald so. Stein, 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 Stein. Kann man hier wieder zwei Golden machen. Und hier wieder zumachen alles. So, da. Gold, das passt. Das heißt, die Items, was hier rauskommen, gehen hier runter, durch und darauf. Und da geht es dann folgendermaßen so rauf. Und hier oben kommen jeweils Diamond. So. So. Hier geht es dann wieder raus mit Gold. Zack. Zweimal Gold. Dann wieder Stein hier. Eine Gold wieder. Und hier wieder Diamond. Das ist für die Sortierung. Wir werden das alles mit Diamantpipes sortieren, also. Genau, dann hier wieder zweimal das hier. Geht wieder nach unten. Hier wieder zweimal.
hier wieder nach oben. Können wir hier wieder zwei reinmachen, damit das wirklich schneller läuft, die ganzen Items hier. Na komm, so. Ja, Diamantpipes. Ui, das war zu schnell. Es ist die Hose, die ist so schnell, ey. Dann hier wieder Diamantpipe runter. Zweimal Stein. Da können wir wieder zwei Diamanten machen. So wollte ich das. Da oben kommt wieder. Gold meine ich. Da oben kommt wieder Diamant hin. Bin nicht da. Da oben habe ich gesagt. So. Du hier weg. Ah, sind da schon schön langsam vor, Mann. Dann hier wieder zweimal Diamant. Ach, Diamant. Gold meine ich. Was habe ich mit meinem Diamant, ey? So, Gold. So, dann wieder zweimal Gold. Und wieder Diamant. Jetzt haben wir Diamanten. Hey. Voll falsch, du hier. Bitte voll die falsche Baustelle hier. Na komm. So, Diamant. 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 Dann war wieder Gold. Und Gold. So, so. Ja, eine Gold hier hin. Das ist nicht mehr so schlimm hier. So, dann wieder Diamanten. So. Und so. Dann wieder Gold. Eins, zwei. Zack, zack. Zack. Dann sind wir mal hier unten. Was hier unten kommt, weiß ich noch nicht. Da haben wir das alles schön verkabelt hier, wie man sieht. Hier passt das nicht. So, jetzt haben wir das alles gleichmäßig verkabelt, soweit. Das heißt, die Items fahren wirklich einmal durchs komplette Lager und wir brauchen nur hier immer die Items reintun nach. In diesem Fall nach. Weiß. Und wir wissen, wenn wir hier weiß Cobblestone reintun, dann wird hier nur Cobblestone reingehen. Der Vorteil ist, ist Cobblestone voll, dann geht es automatisch weiter. Gut, das hätten wir. Und jetzt müssen wir halt dann schön langsam mal Rohstoffe reinpacken. Wobei ich Cobblestone dann relativ zum Schluss machen würde oder gleich am Anfang, das ist die Frage. Ja, Cobblestone würde ich fast gleich am Anfang machen. Erste Kiste Cobblestone. Zweite. Da machen wir gleich 4 Kisten Cobblestone vorerst mal. Weil Cobblestone wird viel sein, ne? Und der Rest soll sich einfach mal vorerst mal einteilen. Wobei wir Erde auch noch haben. Da machen wir hier Erde. Da bauen wir aber nur zweimal. Ich glaube, Erde werden wir nicht so viel haben. So und so. Gut. Die Redley-Items sollen einfach mal in die Kiste reingehen, damit wir mal Items haben. Die sortieren wir dann später manuell aus. Brauchen wir hier noch den Stromanschluss. So, den können wir eigentlich hier legen, ja. So und so. Ah, hier. Da sollten wir eigentlich eine MFE zwischenschalten, ne? Die wir oben haben, damit wir wirklich genügend Speicher haben. Die holen wir uns gleich mal. Na, wirst du. Die war da, glaube ich. Ja, MFE und dann LV brauchen wir da. Da wollte ich nicht rein. Und dann können wir eigentlich die ganze Maschine schon mal in Betrieb nehmen. So, da bin ich wieder. Jetzt ist kurz Minecraft abgestürzt. Warum weiß kein Mensch? Es war kein Error, gar nichts, aber egal. So, wir machen mal hier unten eine MFE rein. Beziehungsweise hier den LV. So, damit wir hier bis nach unten volle Power haben. Die MFE genau hier in die Ecke. Da stört sie keinen. Genau, jetzt kann die laden. Und über den LV wird hier schön Strom vergeben. Und dann haben wir hier zwei Schalter hoffentlich. Die haben wir nicht. Die haben wir oben wieder mal vergessen. Wie üblich immer vergessen wir alles. Ich hoffe hier. Genau, zweimal. So. Ah, jetzt ist Nacht, ne? Ist natürlich doof. Kann man hier einmal eine anschalten. Oder gar keine vorerst. Wir müssen jetzt mal die Query aktivieren. Weil das funktioniert eigentlich jetzt schon soweit, ne?
Hier oben wird alles rausgezogen und wird natürlich nach unten transportiert. Genau, hier aus der Chest wird alles rausgezogen, weil hier haben wir eingestellt, automatisch rausziehen alles. Automatisch alles, genau. Das heißt, wir gehen schlafen und aktivieren dann mal unsere Query und schauen mal, ob das soweit funktioniert mal. Schlafen. Na komm, schlafen. Doch jetzt. Hoffen, dass das auch alles funktioniert. So, da hätten wir mal. Dann starten wir das Programm Query, glaube ich, ne? Genau, System vorbereiten, also jetzt bereits sie vor. Dann haben wir hier hinten die ID 499, das passt. Dann können wir die gleich von drüben manuell steuern. Da brauchen wir nicht hier sein. Weil wir ja den hier haben. Genau, Query Online. Das passt. Dann gehen wir rüber und steuern die Query von drüben, damit wir sie auch notfalls ausschalten können. Falls es irgendwie zu viele Items wären oder so. Schalten wir sie mal ein. Zack. Jetzt müssen wir natürlich hier schauen. Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern, bis sie Items gibt. Aber wir können zum Beispiel hier schon mal das reintun, das reintun. Kupfer können wir schon reintun. Ja, und das Geräusch im Hintergrund passt auch dazu. Und ich denke jetzt hoffentlich, dass bald mal irgendwas passiert hier. Also jetzt müsste schon was passieren. Okay, dann schauen wir mal rüber. Vielleicht ist da irgendwie was passiert, aber. Oder vielleicht wird der Junk einfach nicht geladen. Aber normal Junkloader müsste er dort sein, ne? So, Query ist da. Mach mir nur immer das Rumpeln mit dem dämlichen Kack. Da, ich bin echt eine Gravity-Chestplate. So, schalten wir mal an oder aus in diesem Fall, keine Ahnung. Macht irgendwie nichts, ne? Okay. Oder hat er keine Quere mehr drin da? Hat keine. Doch, hat er. Gut, dann gehen wir nach Hause und schauen wir mal nach Hause, ob das das Computerprogramm einen Fehler hat, vielleicht. So. Guck mal hier, was der da sagt. So, Programm ist jetzt aus. Steuerung aus. Schalten wir mal ein. Mining Well platzieren. Okay. Schalten wir die mal ein. Jetzt müsste der hinten umgeschalten haben, oder? Genau. Das heißt, wir können jetzt theoretisch wieder hier abschalten, müsste trotzdem an sein. Starting Mining Well. Jetzt müsste er machen. Was müssen hier Item ankommen? Wenn wir schnell genug sind. Geh jetzt bult alle raus, das passt. Ja, das reicht von der Geschwindigkeit her auf alle Fälle. Und jetzt ist die Frage, ob das da unten auch reichen wird. So. Zack. Also die Kiste wird ziemlich schnell voll werden. Und jetzt muss der natürlich auch dementsprechend schnell genug rausziehen. Deswegen haben wir hier zwei. Ich denke, mit zwei sollte das dann klappen. Weil die haben ja doch ein bisschen Pause, ne? Und die werden das dann automatisch hier oben gleich alles einsortiert, wie man sieht. Cobblestone geht gleich hier in die erste Kiste natürlich. Eben die Frage ist, ob die nachkommen. Wenn sie nicht nachkommen, müssen wir halt hier eventuell Combustion Engines hinmachen. Aber ich denke, das sollte reichen. Und hier müssten dann ja schon andere Items reingekommen sein. In die Kiste. Komm. Nee, nicht mal. Okay, die flitzen irgendwo hin. Okay. Na egal. Ich denke mal, das wird schon klappen.
Ja, das kommt schon nach hier. Das passt. Die Frage ist, wird die MFI geladen oder entleert? 8, 9, 3. Wohl, die wird geladen, das passt auch. Na komm. Das kann man so laufen lassen vorerst mal. So. Jetzt müssen wir Kisten schauen. Also hier kommt der Cobblestone rein. Ja, und hier ist die Niederchest irgendwas, ne? Oder? Ja. Okay, das heißt, du schmeißt das automatisch in jede Kiste irgendwo rein, weil die Items einfach zu schnell sind. Da kennt die Diamond Pipe gar nicht, dass da Items drin sind. Aber das wird sich nach und nach geben, weil wir ja nach und nach hier in den Kisten gewisse Rohstoffe rein tun, zum Beispiel Eisen. Zinn, Kupfer, dann mal hier alles raus, was wir so haben. Beispiel hier haben wir Kupfer, hier haben wir nochmal Zinn. Hier haben wir nochmal Zinn, aber das haben wir schon, ja. Das Kupfer haben wir auch schon. Das Zinn haben wir noch nicht. Das Zinn haben wir auch noch nicht. Das heißt, da könnten wir hier schon sagen, mal hier hinten würde ich sagen. Überall Zinn rein, also das Zinn, das Zinn, das Zinn und das Zinn. Dann haben wir hier schon mal die Zinnsorten weg. Dann kommt in die nächste zum Beispiel Kupfer oder so. Warten alles rein hier, damit wir hier alles schön haben und dann können wir hier die Kupfersorten runterholen. Den, das Kupfer, das, das. Und das. Haben wir auch schon vier, also müsste auch passen. Weiß. 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 Und noch eins haben wir, ne? Und weiß. Dann haben wir Gold und Eisen. Da haben wir nicht so viel, deswegen werden wir hier mal ein bisschen was rausnehmen. Also Gold. Eisen und Gold, beziehungsweise Silber würde ich da auch noch mit reinhauen. Ne, da ist nichts Interessantes. Die Kiste, haben wir da irgendwas, was wir noch brauchen? Ja, Eisen können wir rausnehmen. Silber und Gold wäre noch ein Hit gewesen. Da vielleicht noch irgendwo was Kupfer, ja. Haben wir da irgendwo. So, ja. Das heißt, hier kommt auf alle Fälle mal Eisen. So. War das hier rausgenommen? Ja. Und natürlich Kupfer oder so gehört hier noch rein. Was wir natürlich nicht haben. Schauen wir mal hier unten nochmal, ob der wohl wirklich nachkommt hier. Die Kiste. Ja, kommt schön nach. Das passt. Warum finden wir kein Gold? Das wundert mich jetzt. Ich würde wohl hier irgendwo in der Erde Gold geben. Schauen wir einfach mal hier zu, ob wir Gold haben. Ja. Silber wäre auch noch schön. Man hätte da ein bisschen Silber, ja. Lead, ne? Zinn, das brauche ich auch nicht. Ja, Lead wäre noch was gewesen, ja. Menno, ich hasse das einfach mit diesem Jetpack. Warum ich es immer wieder verwende, weiß ich auch nicht. So, das war hier bei Eisen, haben wir gesagt. Da haben wir noch dazu Gold. Aber Silber gibt es ja auch mehrere, ne? Machen wir hier Gold, Eisen. Haben wir mal Silber auch mit dran, ist egal. Das brauchen wir doch eh immer wieder. So, was haben wir hier noch? Da machen wir hier rein zum Beispiel. Jetzt als Testzwecke nur mal das. Und hier auch das, damit da mal alles durchgeht. Und hier hinten dann anfängt die Rohstoffe zu befüllen. Können wir hier die ganzen Sachen rausnehmen. Was hier fehlt, ist noch.
Da müssen wir uns noch was überlegen, dass wir hier auch Items irgendwo reinschmeißen können. Brauchen wir nicht immer hier raufgehen und so. Hier alles reinschmeißen. So, du. Alles, was wir nicht brauchen, schmeißen wir hier rein. Jetzt haben wir hier mal durch. Hier ist eh nichts, weil hier alles Chemistor reinkommt. Hier haben wir jeden möglichen Schrott drin. Okay, mehr Platz haben wir in dem da nicht. Dann nehmen wir unseren da mal kurz aus, hier in die Kiste rein. So, schon haben wir mehr Platz. Können wir hier alles ausleeren. Von diesen Kisten hier. Und da noch auch noch, dass die sauber sind. Da können wir dann andere Items reintun. So. Zum Beispiel Holz und sowas, ne? Ja. Falsch. Ich wollte eins höher und nicht darunter. Wo kommen wir hier höher? Also da. Ja. Immer dasselbe Spiel hier. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. So. Den ganzen Kack hier rein. So und so. Dann sortiert er das unten wieder mal schön ein. Und wir haben hier saubere Kisten, die wir später für was anderes verwenden können. Oder wie? So, haben wir hier noch irgendwo was drin, was wir vorne eigentlich schon drin hätten sollen, haben dürften. Mehr Lied haben wir hier. Schauen wir irgendeine Rohstoffe, also Kupfer oder sowas. Sollte da nicht unbedingt drin sein. So. Oh. Silber haben wir hier wieder. Das brauchen wir eh. Also ihr seht, das geht ziemlich weit, die Items, weil es einfach so schnell geht. Das heißt, Silber sollte hier rein. Da war Silber. Da haben wir nur Zinn und sowas. Das muss wieder oben rein. In die Sortiermaschine. Dann wird das schon passen. So, hier alles rein da. Hier runter, komm schon, runter, springen, springen in dein Leben. So, da ist nichts drin, da. Was hat er da drin? Achso, die Platten, okay, die haben wir ja reingetan. Die hat die ganzen Erze drin und hier dürfte er dann keine Erze mehr haben, hat er aber. 40, 60. 40, 60, 2. 4062, also der hat auch die Items drin. Weil das wahrscheinlich einfach zu schnell hier unten geht. Das mit den Goldpipes war wahrscheinlich zu viel des Guten. Ja, ich werde das mal offline ein bisschen umbauen, ein bisschen weniger Goldpipes machen. Das war anscheinend echt zu viel. Schafft er nicht. Ja, dann war's das mit der Folge und wir sehen uns in der nächsten. Also ciao Leute, bis dann.